bin gerade dabei, mich hier ein bisschen fertig zu machen. Und ich hatte irgendwie total Lust, die Kamera mal wieder anzumachen, Leute. Ich war so lange nicht hier aktiv auf YouTube. Und es tut mir sehr leid. Und es tut mir auch für mich sehr leid, weil es mir eigentlich total viel Spaß macht. Und ich die ganze Zeit wirklich Lust hatte. Ich habe immer mal wieder so dran gedacht und war so, ey, ich will das eigentlich gerade voll gerne mitvloggen. Aber diese Hemmschwelle, dann wirklich zu starten wieder, ist immer größer geworden mit der Zeit. Ich mache mich hier gerade ein bisschen fertig, wie gesagt, und erzähle euch einfach ein bisschen, was in der Zeit so passiert ist, wo ich jetzt hier nichts gepostet habe. Es ist irgendwie sehr viel passiert. Ich habe mir nämlich auf jeden Fall vorgenommen, im neuen Jahr wieder aktiver auf YouTube zu sein. Das war einer meiner Hauptvorsätze. Das starte ich hier direkt mal ganz aktiv, weil es ist der 13. Januar. Ich bin vor genau einer Woche eigentlich zurück nach Berlin gekommen. Also ich war 2 Wochen zu Hause in meiner Heimat sozusagen. Es war auch relativ lang. Also so lange am Stück war ich echt noch nie, also da ziemlich lange zumindest, nicht in meiner Heimat. Oder mit meiner Familie auch. Das war schon eine Umstellung so, weil man halt hier schon so seine Routinen hat und seine Sachen, die man gerne mag und seine Unabhängigkeit und so weiter. Und dann hat mich das teilweise ein bisschen gechallenged oder man hat sich wieder so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Aber ich habe die Zeit mit meiner Familie extrem genossen. Also gerade mein Bruder, der ja auch noch zu Hause wohnt, den mal wieder so lange am Stück zu sehen, war wirklich, wirklich sehr toll. Ja, Weihnachten war sehr entspannt. Silvester war auch schön. Wir waren da in München. Da war es ein bisschen aggressiv. Also, I don't know. Die Leute auf der Straße sind wild. Ansonsten haben ja Hannah, Emma und ich den Podcast letztes Jahr richtig durchgezogen. Wir haben gestern die erste Folge dieses Jahr aufgenommen, weil wir so eine kleine Pause hatten. Ich habe zu Weihnachten diese Chamberlain-Gläser und Chamberlain-Coffee bekommen. Es ist so lecker. Anyways. Ja, Podcast läuft sehr gut. Ich habe das so richtig für mich entdeckt irgendwie. Vielleicht war das auch so ein Grund, warum ich dann auf YouTube, warum das so ein bisschen ausgefadet ist im Sommer, weil das halt schon sehr zeitintensiv ist, den Podcast zu machen und wir uns da erstmal so, oder ich mich da voll dran gewöhnen und einfinden musste. Es ist schon auch was anderes als YouTube auf jeden Fall, weil es natürlich nur um das Gesprochene geht und du so, ich weiß nicht, hier bin ich ja auch einfach nur alleine und kann mir auch für manche Sachen vielleicht mehr Zeit nehmen, die ich tiefer reingehen will. Also eigentlich finde ich das auch voll schön, dass ich so hier mit euch alleine reden kann, aber ich liebe halt auch unser Podcast-Format. Wir haben auch Ende des Jahres so ein kleines Rebranding gemacht, wo wir ein neues Cover geshootet haben und einfach das Ganze so ein bisschen nochmal vom Vibe her in eine andere Richtung gebracht haben. Das hat auch so sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit einer Woche wieder in Berlin. Ich habe ganz viele Leute wieder gesehen letzte Woche, was richtig schön war. Also einfach so die man jetzt so lange nicht gesehen hat. War auch jetzt in der Bib, weil wir gerade, also meine Unigruppe und ich, sehr intensiv an unserem Uni-Projekt arbeiten. Also das ist ein 8-monatiges Abschlussprojekt, was ich gerade mache, Leute. Einfach Bachelor-Abschlussprojekt. Das ist halt sehr viel Aufwand. Also wir arbeiten mit so einer Filmschule zusammen. Man muss halt irgendwie sich einen Partner suchen dafür. Also kann es auch ohne machen, aber es ist halt im Prinzip wie so ein Kampagnenprojekt, sage ich jetzt mal. Oder du musst halt irgendwas mit einer Brand oder einer Firma zusammen umsetzen oder eine Organisation. Wir haben da eine Filmschule aus Athen und mit denen machen wir auch zusammen unter anderem so ein Event in Berlin. Ja, deswegen fliegen wir auch bald nach Athen, um die zu besuchen. Und ein weiterer Vorsatz war auch, mich wieder mehr um meine Haut zu kümmern, weil ich war vor 2 Jahren oder so mal beim Hautarzt und seitdem gar nicht mehr und habe dann halt immer so spontan geguckt, was für Produkte funktionieren gerade und was nicht. Aber in der Zeit jetzt, als ich in meiner Heimat war, wurde meine Haut gottlos schlecht. Also wirklich, ich hatte lange nicht so schlechte Haut. Es war halt auch ein bisschen eine stressige Zeit und so. Deswegen, und raus aus der Routine, bla bla bla. Deswegen kann es sein, dass es auch ein bisschen daran lag, aber sie ist halt, also meine Haut, ich weiß nicht, ob man das gerade durch das Make-up überhaupt sieht, aber ich fühle mich schon nicht so wohl damit. Belastendes Thema, weil es irgendwie mich schon so lange begleitet. Also dieses Skin-Video von mir ist ja auch irgendwie schon 2 Jahre her gefühlt, wo ich dann meinte, ja, meine Haut ist jetzt besser. Es war auch so, aber das wird halt dann immer wieder schlechter und das, ja, stört mich schon sehr. Deswegen habe ich mir dann noch, als ich jetzt in meiner Heimat war und in Bayern, ich glaube in Bayern, habe ich mir dann
für Berlin einen Hautarzttermin ausgemacht. Habe auch sehr schnell einen bekommen, Gott sei Dank, in so einer Klinik hier mäßig. I don't know. Hatte sehr viel Vertrauen. Aber dieser Hautarzt, das war es wirklich gar nicht. Ich bin da reingekommen nach einer Stunde Wartezeit im Wartezimmer. Aber er meinte dann, also er hat mich nicht mehr richtig angeguckt, meine Haut. Normalerweise guckt man die doch dann mit so einem Mikroskop an oder so, oder mit einer Lupe. Aber er hat einfach, er saß so vor mir und meinte so, also ich habe so ein bisschen erzählt, was so meine Skin-Geschichte ist sozusagen. Und dann war er so, ja, ich kann dir voll diesen YouTuber Leon X Skin empfehlen. Da musst du auf jeden Fall mal vorbeischauen, der hat super gute Tipps. Das war das Erste, was er gesagt hat. Ich war so, okay, danke, I guess. Dann meinte er, ja, aber ehrlich gesagt, ich finde, der hat auch zu perfekte Haut, weil eigentlich ist es doch auch total schön, dass Menschen nicht perfekte Haut haben und dass es so Makel gibt. Und das macht für mich auch irgendwie einen Menschen aus, weißt du? Ich bin doch deswegen hier, weil ich eben meine Makel nicht haben will. Finde ich sehr schade, weil ich hatte eigentlich sehr viel Hoffnung in denen und generell in dieses ganze Thema, ich gehe jetzt mal zum Arzt damit und so, das ist ja dann auch irgendwie eine Überwindung. Aber einfach so nicht richtig behandelt zu werden, finde ich, ist dann schon enttäuschend. Also, ja. Anyways, das war's mit dem Intro jetzt hier erstmal. Genau, und jetzt starte ich mal rein. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen arbeiten am Laptop. Wie gesagt, ich habe viel zu tun. Dann habe ich mir endlich wieder eine Cycling-Class gebucht, weil ich mir vorgenommen habe, wieder mehr mein Urban Sports hier auszunutzen. Ich zahle ja wirklich jeden Monat, dass ich hier Sportkurse machen kann in Berlin. Also das ist auch ein großer Vorsatz von mir, wieder mehr Sport. Ich liebe Sport eigentlich sehr, also ich brauche das auch als Ausgleich irgendwie. Aber finde oft nicht die Zeit oder vergesse irgendwie, dass ich das ja auch noch habe, so, dass ich das machen kann. Und deswegen, ja, ich das wieder mehr machen. Nach dem Cycling habe ich dann einen Friseurtermin, weil ich habe so einen Stufenschnitt, aber der ist mies rausgewachsen, das sieht einfach nicht mehr gut aus. Und am Abend kommen Freunde vorbei zum Kochen. Let's go, Leute. Wird ein produktiver Tag. Gemacht und muss mich jetzt auf jeden Fall umziehen in meine Sportsachen. Wow. Weil ich zu spät komme. Und das ist bei diesem Cyclingstudio gar nicht nice. Die lassen einen dann legit nicht mehr rein. So, ich habe einfach meinen Pulli angelassen und so eine Schlaghose, Sporthose und meine Bag. Die Schuhe kriegt man eh beim Cycling. Let's go. Beim Bäcker und wollte mir jetzt mal ein Brot machen, bevor ich zum Friseur gehe. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, weil ich wollte mir die Haare eigentlich noch vom Friseur waschen. Ich weiß, es macht eigentlich nicht so viel Sinn. Das kann ich ja keinem Friseur antun. Ich habe die so sleek gemacht und die gucken sich das bei dem, wo ich hingehe, immer so vorher an. Wie sehen die Haare aus, wie ist der Schnitt gerade und so. Und deswegen muss ich die eigentlich noch waschen und föhnen. Wie dumm. Ich hab mir so Käse draufgepackt und Tomaten. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. Der Haarschnitt an sich ist voll gut geworden, die Stufen und so. Aber dieser Pony ist wirklich intens. Also es ist wirklich ein Pony jetzt.
Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finde, weil er sehr kurz geworden ist. Ich habe halt jetzt legit so einen Full-on-Pony. Ja, ich glaube, so in einem Monat mag ich es richtig gerne und dann ist es perfekt. Jetzt gerade finde ich es noch ein bisschen kurz. Ich muss es mal selber stylen dann die Tage. Aber ich wollte es auch eigentlich so. Ich habe es mir wirklich genauso gesagt. Deswegen alles gut. Die waren total cool, richtig nett. Der Friseursalon heißt Amy Hu. Ich bin da immer. Und ich bin eigentlich auch immer sehr happy. Genau. Ich werde jetzt mal in die Küche gehen und meinen Nudelsalat vorbereiten. Und meiner Schwester ein bisschen helfen beim Kochen für die Friends, die gleich kommen. Und ich finde, nach dem Friseur riechen die Haare immer so nice. Das ist wirklich... Wir kochen jetzt ein bisschen für die Friends. Ja, was machst du so, Hanna? Ich koche Kürbissuppe. Hanna macht Kürbissuppe und ich mache meinen Nudelsalat. Ich habe mir das Käsespieße gemacht, wenn du willst, kannst du eigentlich. Nice. Mach auch noch welche mit dem Wasser, muss da rein laufen.